So, willkommen zur letzten Action Runde. Satisfaction. Distance, die letzte, also nicht die letzte Phase, einfach nur die letzte Part für heute. Ja, wir haben jetzt, wie viele Parts? 3, 4 ein Stück gehabt. 6. Ich lebe noch. Kurz war nämlich kurz das Bild weg. Weiß nicht, ob man das gesehen hat. Das sieht man nicht, dass das ist. Dann also man sieht. Man, nee, es ist einfach so, es ist. Lol. Wenn hier was los ist. Backt gerade ein bisschen herum das Spiel, legt sich da und runter. Fangt jetzt schon an wie Risen. Bei Risen ist es nur halb so wild, weil dann kann man auf Escape drücken, auf das ist Pause. Da kann man zwar auch auf Pause drücken, aber. Ja. Die Programmierung fehlt gerade. Das ist so vorgesehen. Ja, das weiß ich auch. Fuck. Ah, das war die Beta. Oh. Können wir gleich unsere Review machen? Glaubst du, war das mit dem Runterlegen sogar geplant? Das wäre witzig gewesen. So denkst du, what the fuck? Und dann so. Das fängt wahrscheinlich wieder an. Ah nein, Credits. Kann man durch die Credits auch durchfahren? Ja. Geil. Gut, die Review, also die Bewertung dieses Spiels. Das sind die Macher. Ja, also. Es ist ein. Für eine man kann unendlich lang cruisen, wie geil. Es ist eigentlich ein extremst geiles Spiel. Für eine Beta eigentlich schon recht. Es ist sehr innovativ, es hat einen tollen Grafikstil. Und es hat schon einen recht geilen Grafikstil für ein Rennauto-Spiel, finde ich das extremst geil. Du musst da sogar fliegen. Echt? Ja, aber du musst da durchfliegen. Du musst da durchfliegen, das ist ein Teleporter-Ding. Oh. Hauptsache. Da rein, fliegt er rein? Du musst da glaube ich reinfliegen. Oh, what the fuck, ist noch ein Minispiel im Spiel oder was? Kann man da alle Kugeln sammeln? Ja. Komm, egal, ich sammle da mal Kugeln. Ja, also. Ah, da kannst du auch wieder zurückspringen bei den blauen Dinger wahrscheinlich. Nee, nein, nicht. Ich weiß nicht, was das macht, aber es ist geil. Auf jeden Fall, es ist ein extrem geiles Rennspiel, finde ich. Ja, es. Klar, es ist jetzt nicht so eins, was ich gleich 3 Milliarden mal verkauft, aber es ist schon ziemlich geil. Es ist halt so ein typisches Indie-Spiel, würde ich sagen. Ich würde sagen. Was eigentlich besser ist als 90% der Rennspiele am Markt. Es fehlen natürlich noch ein paar Level. Wie viele Punkte würdest du vergeben? Also, ich sehe ja, dass es noch Potenzial hat. Und also, für eine Beta jetzt mal, das ist natürlich, da wären natürlich. Naja, logischerweise. Also für eine Beta angemessene Punkte gegeben, also die Wolf-Version natürlich dann wieder entweder Abzug oder mehr gegeben, das sieht man ja. Und dann höchstwahrscheinlich auch mehr. Wahrscheinlich, kommt davon, ob es nicht, ja, weiß, was sie daraus machen. So, ja, ich würde sagen, muss man sogar fliegen, wie fies ist das denn? Aber da ist sogar eine Strecke, gell? Hm? Da ist sogar eine Rennbahn, gell? Echt? Ja, das siehst du es nicht, dass da dieser Strich da kannst du fahren. Oh, cool. Kannst du mal hinspringen. Ja, wie viele Punkte würdest du jetzt vergeben? Warte, sind da auch noch ein Punktis drauf? Ja. Ach, Tatsache. Ist ja die Rennstrecke. Wie viele Punkte würdest du jetzt vergeben? 40. Bist du dir sicher? Ja, von 50. Gut, ich gebe eine. Sag mal so, weil ich gestern schon gezockt habe und mich gestern schon vom Socken gerissen hat. Ich gebe eine 43. Das ist okay. Sehr gute Bewertung, finde ich. Ja. Vielleicht haben wir damit einen der besten Indie-Titel nächsten Jahres. Naja, 83. Alter, wie lang ist denn das bitte? Ich kann hier unmöglich alle orangen Dinger sammeln. 83 Punkte ist okay. Ja, ist ein ordentliches. Okay. Wir werden natürlich dann auch mal ein Video machen, wo unsere bestbewerteten Spiele sind überhaupt. Also die, was wir Let's Play haben und die, was wir dann spielen. Top 5 werden wir, denke ich, auch noch bringen. Hast du morgen Zeit, dann würde ich gerne den Top 5 Spiele 2014 bringen, machen. Ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit habe. Warte. Ich glaube nicht, dass ich morgen Zeit habe, ne.
Wir müssen einfach so reden, so, ja, ja. Ja, ist das Review, ja, das hast du mal gesagt, Junge. Nee. Ja, ne, ist ein geiles Spiel. Wir werden jetzt da jetzt noch ein paar Goodies sammeln. Also er wird jetzt noch ein paar Goodies sammeln. Ich würde sagen, ja, das war das Spiel Distance. Jetzt tut sich das wiederholen, Alter, wie krass. Ja, jetzt, das war das Spiel Distance. Du könntest mal zur Erde runterfliegen, schauen wir mal, was passiert. Das ist eine andere Strecke. Ja. Wir verabschieden uns von Distance und fliegen jetzt mal darunter zu der Erde. Wenn das die Erde ist. Schätze schon. Das ist New York. Nee, kein Plan. Lass dich einfach fallen. Geht viel schneller. Gut, vielleicht doch nicht, weil es ist ja, du fliegst ja dorthin. Da ist die Anziehungskraft. So. So. Oh, warte. Jetzt will ich noch schauen. Kann man da hin? Lol, gib da mal rechts oben den Grafikbug. Mhm, das geht nicht weiter, hört's einfach auf. Ja. Ich glaube, du kannst ja gar nicht so viel weiter. Aber ich glaube, nach einer Zeit werden die ganze Kugeln auch wieder... Ratings? Ja. Ja, weil sie waren, du hast schon mehr. Ah, nee, dadurch viele. Oh. Spring mal ins Alter, Loch rein. Kugeln spring gibt's mal ins da? Loch rein. Gibt's nicht fliegen, einfach runterfallen lassen. Oh. Kommen wir daher, nö? Nee. Das war die Credits. Ach, die Credits waren geil. Ja, schon extrem. Coolste Credits eigentlich überhaupt. Ja, schon. Also, 83 von 100 momentan. Und meiner Meinung nach kann das auch auf die 90 noch zugehen. Wenn die Vollversion auch geil wird. Wenn noch so 20 Level oder so editiert werden. Wäre echt nice. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Bewertung von 83 Punkten. Es ist eine ziemlich gute Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Tschüssikowski. Ciao. Mit V.